Prasaritapada Svanasana ist der Hund mit gespreizten Beinen. Von der Hundestellung ausgehend gibt die Beine auseinander und so bist du in Prasaritapada Svanasana. Du musst dabei nicht die Beine ganz auseinandergeben. Meistens sagt man schon, wenn die Beine 50 cm oder 1 Meter auseinander sind, dass es schon Prasarita ist. Aber Prasarita heißt eigentlich weit ausgedehnt, sodass in anderen Traditionen der Prasaritapada Svanasana tatsächlich fast wie der Männerspagat mit Händen weit vorne ist. Und spätestens hier vermischt sich dann Prasaritapada Svanasana in die volle Supta Prasarita oder Prasaranasana Stellung oder auch in die Supta Konasana oder auch die Adho Mukha Supta Konasana Stellung. Ja, danke an Raffaela fürs Vormachen, danke an Durga das für das Filmen. Wenn es dir gefallen hat, klicke schnell auf Daumen hoch oder gefällt mir. All diese Asanas findest du auf wiki.yoga-vidya.de.